So, Freunde, wir müssen reden. Freunde, so geht es nicht weiter. Global gleich Chaos. Einfach das komplette Chaos auf Global. Vom Schedule her schmeißen die Charaktere gefühlt hin und her. Es kommt tatsächlich nicht LR, Vegeta und Trunks jetzt zur Thank You Celebration, die morgen anfängt. Ab 7:30 Uhr morgens unsere Zeit kommen die Charaktere. Sondern es kommen die Resurrection F Charaktere. Also der Resurrection F Goku Exchange Vegeta. Tatsächlich, Freunde, also normalerweise ist es so, dass zur Thank You Celebration of Global die Tanabata-Charaktere von JP kommen. Und das war in dem Fall eigentlich LR, Vegeta und Trunks. Jetzt ist das nicht so. Das heißt, Vegeta und Trunks kommen nicht am Freitag, also nicht morgen. Ich kann jetzt auch tatsächlich nicht sagen, wann sie kommen. Ich habe im letzten Video schon gemeint gehabt, dass wirklich bezüglich Scheduling auf Global und JP, dass man da gar nichts planen kann. Es ist schon lange nicht mehr so ist wie früher, mehr oder weniger. Also es einiges passieren kann und dementsprechend immer und überall normalerweise fett hingeschrieben, Änderungen vorbehalten. Jedoch, um auf den Punkt zu kommen, ich denke, dass die dann Ende November kommen, beziehungsweise nach den Resurrection F-Charts, weil dieses Tanabata-Banner ist auf Global das Christmas-Banner gerne. Und Christmas ist halt erst nächsten Monat, Mitte Dezember. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Dezember Vegeta und Trunks erscheinen. Ist aber auch nur eine weitere Einschätzung von mir, also nichts Handfestes. Was handfest ist, ist, dass bei eurem Boy kein Chaos herrscht. Wie Junge. Einfach Junge. Jungs, ey. Damit meine ich, heute Abend wird gestreamt, Freunde. Streamplan. Wir halten uns dran, wie immer. Twitch.tv/OsirisSones, 20 Uhr rum gehe ich live. Wir machen Dokkan, Legends, Genshin, Breakers. Mischmasch aus allem, mehr oder weniger. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und handfest ist jetzt auch an der Stelle, dass morgen tatsächlich der Goku oder Exchange Goku Vegeta erscheinen. Um 7:30 Uhr morgens unserer Zeit am 4. November. Wir sprechen mal drum, was die Charaktere drauf haben. Ob man für sie summonen könnte, sollte, für das, wie das Banner aussehen könnte. Und ganz kurz mal drum geschaut, was hat der Charakter drauf? Fängt an als Super Saiyan Gott, Super Saiyan Goku. Genau. Und ist vom Super-In-Typus, ist der Leader für die Realm of Gods Kategorie oder Mastered Evolution. Diese bekommen Ki 3, 170% HP, Attack und Defense und 200% Leader Skill. Dann zusätzlich für Pure Saiyan Charaktere. Tut sein Angriff Second Goku, also jedes Mal, wenn du die Super-Attack machst, tut er seinen Angriff erhöhen um 30%, macht immens Damage. Es kommt zu einer Intro-Sequenz einmalig. Dann hat der Ki plus 3, macht einen Additional Attack mit einer High Chance, dass eine Super-Attack sein kann für 3 Runden. Das ist so gesehen sein Intro-Sequenz-Buff. Und Attack und Def 150% hat er immer, bekommt zusätzlich weitere Attack und Def 50%, wenn er eine Super-Attack macht. Und bekommt zusätzlich Attack und Def 25% mit jedem Angriff, den er macht, bis zu 100%. Schade, dass es nur 3 Runden sind. Diese zusätzliche Additional Attack mit einer High Chance auf einen Super Attack. Er kann theoretisch dann in diesen 3 Runden mit Dupe System, wenn du im Dupe System Skill Orbs oder halt Dupes auf Additional Attack gehst, kann er theoretisch dann 3 Super Attacks machen, also oder 3 Angriffe und dementsprechend schnell auf seinen Full Stack kommen. Man kann ihn dann mit dem Active Skill exchangen, also man geht von Goku raus und Vegeta kommt rein, wie es im Film war. Und zwar einfach ab Anbeginn der vierten Runde, ist auf jeden Fall eine sehr einfache Bedingung, kann man immer aktivieren, mehr oder weniger ab Anbeginn der vierten Runde. Und dementsprechend könnt ihr euch auch entscheiden, wenn ihr im Double Lead die Boys spielt, einen zu transformieren, den anderen nicht, um beide in Rotation zu ballern, sodass sich 7 von 7 Linkskills teilen. Sie haben halt auch diese Resurrection F Linkskills, das heißt, wenn man sie so mit Resurrection F Charakteren spielt oder gar einen transformiert und den anderen nicht, dann bekommst du gute Boni. Zum Beispiel 20% auf den Angriff oder Resurrection F Key 1 Attack F 10%. Prepare for Battle haben sie fürs Battle. An sich von den Key-Link-Skills hat der wirklich der Charakter gute Link-Skills. Prepare for Battle, fürs Battle. Saiyan Warrior, Super Saiyan sind kommen. Häufige Saiyan-Link-Skills, würde ich mal sagen. Und dann je nachdem, mit wem du ins Spiel gehst, kommen halt die weiteren Link-Skills dazu. Kategorien sind folgende, also ist auch ein eigenes Kategorien. Das sind die Sets auf 100%. Und voll aufgebaut hat im Prinzip Attack und Def 525%. Durch die Passive wohlgemerkt, denn durch die Super Attack kann er ja seinen Angriff oder so stacken. Okay. So, wenn ihr jetzt von Goku rausgeht, also den Active Skill aktiviert, dann kommt es zu Vegeta. Ihr exchanget in Vegeta rein. Was ändert sich? Mit der Super Attack tut Vegeta greatly Angriff und Verteidigung für eine Runde erhöhen, macht immens Damage. 50% auf die Verteidigung, 50% auf den SA Multiplayer. Er tut zufällig einen Typen von Kise außer in Ki in Rainbow Ki ändern für 3 Runden, nachdem er quasi erschienen ist nach dem Active Skill.
Schade, dass es wirklich nur drei Runden auch sind. Ich meine, ich kann es irgendwo verstehen. Okay, Resection F, da hatten sie die Blue Form mehr oder weniger neu angewandt. Die konnten das auch nicht lange aufrechterhalten. Sind einfach erschienen, haben Freezer kurz geballert. Beide relativ schnell, war so ein schneller Kampf. Kann ich verstehen, aber jetzt für die neue Zeit so, was gerade in Dokkan abgeht. Okay, die Sache ist die, bei Vegeta ist folgendermaßen. Du entscheidest dich ja selbst, wann du in Vegeta rausgehst. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Endkampf bist, in den Endphasen gegen Cell Max und davor die ganze Zeit Goku warst, dann gehst du in Vegeta raus und hast für drei Runden eben diesen Rainbow Orb Changing, den Mechanismus. Und yay, für drei Runden mit Vegeta ist es richtig gut gegen Cell Max, wenn du ihn dann quasi in den drei Runden finish. Deswegen kommt es immer drauf an, wie man es einsetzt. Attack mit der 150% hat er immer, macht zusätzlich, beziehungsweise bekommt zusätzlich Attack mit der 50%, wenn er eine Super Attack macht. Er bekommt eine Crit-Chance von 25% und zusätzlich Key plus 1 pro Rainbow Keys, wenn er einsammelt. Das ist halt geil in Kombo und ja, wenn du dann im Prinzip einfach 4 Rainbow Keys hast, dann hast du an der Stelle 100% Crit-Garantie. Und mit nur einem hat er 25% Crit-Chance, das ist richtig gut. Dann bekommt er zusätzlich Attack und Def 100% mit einem Keysphere, mit einem Rainbow Orb Keysphere. Und bekommt dann zusätzlich Defense 50% mit drei oder mehr Rainbow Keysphere. Okay, das heißt, diese drei Routen sind dann je nachdem, wie man ihn einsetzt, schade, weil er eventuell nicht so einfach dann auf die drei Rainbow Keysphere kommen könnte oder gar mehr wegen dieser Crit-Chance. Weil das will man auf jeden Fall mitnehmen bei Vegeta in schwierigen Events, diese extra Defense. Wenn nicht, je nach Event, nicht so tragisch, aber es wird einem auch, ich sag mal, leicht gemacht. Mit nur einem Rainbow Keyster bekommt er nämlich zuerst Attack in der 100%. Das heißt, du willst ihm definitiv mindestens einen Rainbow Keyster geben, auch wenn diese drei Runden abgelaufen sind. Und auch wegen dieser Crit-Chance. Ne? Also, Vegeta's Pass ist eigentlich wirklich richtig gut. Ich würde ihn nicht unterschätzen. Auch von dem, was so offensiv, defensiv drauf hat, etc., kommt beispielsweise durch die Passive mit 3 oder mehr Keyster auf 500% Defense. Tut noch great die Angriff und Verteidigung erhöhen für eine Runde. Also, bei dem Charakter würde ich, vor allem, wenn man nur Vegeta anguckt, und eigentlich spielt man den Charakter auch so, dass man in Vegeta definitiv rausgeht, je nachdem in welchem Event du bist, mindestens oder höchstens als Finisher, ja. Weil du kannst lange Zeit in Goku bleiben, auch den Angriff stacken und dann gehst du in Vegeta raus und der hat nimmt diese Crit-Chance mit to Rainbow Orb Changing, bekommt die Buffs und der brettert dir wirklich seine Faust ins Gesicht. Das heißt, bei dem Charakter würde ich auf Additional Attack gehen, mit allem, was ich habe auf Additional Attack. Weil Vegeta hat eine 25% Crit-Chance mit einem Rainbow Orb. Das ist richtig gut, Mann. Das sind 12, Level 12,5 geht nicht, aber ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Level 12,5 Crit wären das, wenn der Charakter das hätte. Weil Level 1 Crit oder Additional Attack werden doppelt gezählt in Prozent. Also Level 20 Crits oder Additional Attack sind zum Beispiel 40%. Und bei Dodge ist Level 1 1%. Deswegen, dieser Crit-Chance ist richtig gut, Mann. Ich würde mit allem, was ich habe, auf Additional Attack bei ihm gehen. Und den Rest, ganz ehrlich, wenn ihr mit dem bei den Rest auf Dodge geht, auch wegen Goku so, je nach Event, dass er da vielleicht mal eine gute Dodge-Chance hat. Level 5 Dodge haben die so oder so als Endcharakter, aber wenn du das fördern willst, dann verstehe ich das definitiv. Oder du gehst auf Additional Attack, Rest Crit und gibst den Charakter Dodge Defense Skill Orbs. So würde ich den Charakter bauen, hätte ich ihn auf 100%, sage ich mal. Lass mich gerne wissen, wie ihr den Charakter findet, wenn wir mal drum sprechen, wie das Banner ausgesehen hat auf JP. Änderungen vorbehalten, auf Global könnte es ein wenig anders aussehen, weil vor allem Gamma, die Androids in Gammas Banner sind. Dann genügt ein Blick, Jaco, ganz ehrlich, zeige ich euch gleich, könnt ihr euch durchlesen, was er drauf hat, aber es genügt ein Blick, um zu sagen, dass es ein sehr angenehmer Skip, also sowohl Anfänger, fortgeschrittene Spieler, Durchschnittsspieler, bitte samt ihr nicht. Es sei denn, ihr feiert diesen Resurrection OF Goku und Vegeta, gerade den abartig, ihr wollt ihn unbedingt haben, dann gebt ihn einen Versuch, wir haben auch Free Tickets, bekommen ja auch Free Tickets quasi. Ich wünsche euch viel Glück, aber wirklich allen anderen würde ich außerhalb von den Free-to-Play-Tickets eigentlich gar nicht raten zusammen, weil eben auf Global noch einiges kommt, Freunde, und das ist ein Charakter, den braucht ihr nicht. Den braucht ihr nicht, vor allem nicht, wenn ihr Gamma 1 und 2 gezogen habt. Da würde ich eher sagen, zusammen noch für Gamma 1 und 2 mit den Stones aus der Campaign zum Beispiel, die ihr bekommt, weil Gamma 1 und 2 sind deutlich besser als der Charakter. Und deswegen, ja, meine Empfehlung für jeden, auch wenn ihr nur angefangen habt,
Skippt das Ding zur Hölle. Wenn ihr neu angefangen habt, sammelt lieber im Banner von Gamma 1 und 2 und versucht Gamma 1 und 2 zu ziehen. Das wäre eher meine Empfehlung. Und ansonsten zählt es halt für jeden, für die Allgemeinheit, Global JP Italien, egal wo es Dokkan gibt, wo das Ding gespielt wird. Sparen. Leute, ey, vor allem auf Global sparen. Man kann nie wissen, was kommt, was reingedrückt wird, a.k.a. die weiteren Filmcharaktere, Gohan, Beast, Orange Piccolo und. Aber wir wissen auf jeden Fall, dieses Jahr, gehe ich davon sehr stark aus, sollte noch LL Vegeta und Shanks erscheinen zum Beispiel. Die bekommen einen Neujahresbanner, traditionell wie immer. Und. Also da ist meine Empfehlung wirklich definitiv zu sparen. Zu Part 2 der Celebration von den Resurrection F-Chars sollte auch noch Golden Freezer kommen. Derselbe Devise eigentlich. Ist ein guter Charakter, vor allem jetzt, wenn ihr Cooler gezogen habt. Der im Cooler sein Team ist geil, aber geht auch ohne. Ich habe ihn zum Beispiel nicht und ich habe trotzdem mit Cooler seinem Team jedes Event geschafft. Also LR Golden Freezer auch als gelbe Coin LR eher mehr nice to have tatsächlich. Beziehungsweise schon in einem Cooler Setup schön must have. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch Cardinal Banner, da würde ich einfach gucken, dass wenn ihr auf 500 gelbe Coins kommt oder auf 500 gelbe Coins habt, einfach wartet, bis ihr euch den Boy mit 500 gelben Coins in Zukunft irgendwann holen könnt. Er hat wirklich keine Eile, ist aber ein sehr guter Charakter. Extreme AG, Resurrected Warrior oder Planetary Destruction Key 450%, erhöht Angriff für eine Runde, macht Colossal Damage, senkt Angriff und Verteidigung des Gegners mit der 12 Key, mit der 18 Key erhöht der Angriff und Verteidigung für eine Runde, macht mega Colossal Damage, hat eine Intro-Sequenz einmalig, hat eine 90%ige Damage Reduction, seine Damage Reduction geht immer um 10% jede Runde runter, bis zu 60%, also bis minus 60%, sodass er im Endeffekt minus 30% Damage Reduction hat. Key plus 5 Attack mit der 100% hat er immer, bekommt zusätzlich weitere Attack mit der 100%, macht eine Additional Super Attack, wenn die HP 50% oder mehr sind. Das ist krass, der macht einfach free eine Additional Super Attack, ey. What? Okay. Krass. Dann weitere zusätzliche Key plus 2, Defense 50% für den Rest des Kampfes, wenn er 5 oder mehr Super Attacks in einem Kampf gemacht hat. Und er bekommt zusätzlich weitere Key plus 2, 50% Angriff für den Rest des Kampfes, nachdem er 5 oder mehr Angriffe bekommen hat. Active Skill tut massively seinen Angriff erhöhen temporär, macht Colossal Damage gegen jeden Gegner, ist ein AOE Damage Active Skill. Kann man aktivieren, wenn die HP 50% und drunter sind, ab Anbeginn der dritten Runde. Das sind seine Link Skills. Ja, die Golden Freezer haben leider keinen Big Bad Bosses. Trotz dessen, ey, wirklich so in so einem cooler Setup, ein richtig guter Charakter, vor allem Sword 1 in den Anfangsphasen. Das Nikatrin ist auch definitiv in einigen. Dennoch würde ich sagen, ey, wenn ihr wirklich durchaus nicht durch und durch Freezer-Fans seid oder so und ihn nicht unbedingt braucht, also oder so, mehr oder weniger alles geschafft habt, auch hier die Devise, sagen, ey, okay, Vegeta und Trunks kamen jetzt leider nicht, Goku, Vegeta und Freezer kommen, egal, ist für mich einfach ein Grund, um weiter sparen zu können. So sah sein Banner auf JP aus, Änderung vorbehalten. Muss nicht sein, muss auf jeden Fall nicht sein. Ladies and Gentlemen, dort sind natürlich auch alle anderen gelben Coin LR featured, die jetzt bis auf Global rausgekommen sind. Aber das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. So sieht das ganze Chaos aktuell auf Global aus. Lass mich wissen, sammt ihr und oder nicht. Ich werde definitiv nicht sammeln, außerhalb von diesen Free-to-Play-Tickets. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sieht man sich das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.